Jo, 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 jo. So, hier wieder euer Beatboy Dennis alias Christian Dennis aus Petersen, damals am Schießstand 12. Heute live und direct, wie immer, aus der Esche. Nochmal danke für eure Verbindlichkeit. Manche machen extrem mit, manche nicht ganz so gut mit, aber trotzdem seid ihr verbindlich und ihr zieht euer Ding immer durch. So, jetzt geht's weiter mit Home Space Lessons, weil ich sag's nochmal, wichtig ist, wenn ihr es zu Hause macht, guckt euch immer nochmal 380 Grad, 360 Grad einmal um, bevor ihr irgendwas vom Haushalt kaputt macht, ihr den Fernseher kaputt macht oder ihr räumt einfach ein paar Sachen beiseite. Ja? Ich werde das Ganze heute, diese Aufgabe mit meiner Mütze machen. Ich sag gleich zuzüglich dem, bei meiner Mütze ist oben dieser Penüpel ab. Ja? Deswegen kann ich auch mit der Mütze auf dem Kopf stehen. Wenn dieser Penüpel da noch oben drauf ist, dann wird es unangenehm und es kann echt wehtun. Das wollen wir alle nicht. Was machen wir natürlich auch wieder alle? Wir machen uns ein bisschen warm, ein bisschen laufen, Handgelenke warm machen. Diesmal müssen wir den Kopf ein bisschen aufwärmen, hier den oberen Bereich. Aber wir wissen ja, als vernünftiger Sportler oder auch B-Boy mache ich mich immer warm, weil bin ich warm, ist die Verletzungsgefahr gleich null. Bin ich nicht aufgewärmt, ist die Verletzungsgefahr gleich bei 100%. Gut, wir machen heute nochmal, das haben wir auch schon gemacht. Trotzdem, ihr könnt es immer noch nicht so wie ich wirklich stillstehen, sondern wir werden es heute, es war früher im Sport, ich sage es euch nochmal, dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse war das einfach völliger Standard. Der Sportunterricht hat sich leider extrem geändert, aber sowas wie ein Kopfstand, Handstand, Elbow Freeze, Freeze-Kombos sind einfach das Nonplusultra in der B-Boy-Kultur. Und diese Moves werden immer wieder zurückkommen, wo man sich wirklich tagtäglich mit beschäftigen muss und sich auch neue Freezes kreieren muss. So, was machen wir heute? Wie ich schon gesagt habe, heute gehen wir auf den Kopf. Ja? Letztes Mal haben wir Elbow Freeze Combos gemacht, davor haben wir unten ein paar Freeze Combos gemacht. Heute machen wir jetzt in der Zwischenphase machen wir jetzt noch ein paar Freezes. Aber wir werden dann nächste Woche, da wird es wirklich ein bisschen schwieriger werden, werden wir eine ganze Freeze Combo zusammenbauen. Von unten nach oben, in den Elbow, wieder zurück, wieder in die Chair, Freeze-Position. Gut, also macht euch vorher lecker warm. Warum habe ich keine Musik an? Weil wenn ich jetzt Musik an habe, bin ich auch ein bisschen abgelenkt und ihr müsst euch mehr auf die Moves konzentrieren. Okay, alles klar. So, erste Sache nochmal. Wenn ich einen ordentlichen Kopfstand machen will, Hilfsorientierung ist hier. Ja? Ich nehme meine Hände an den Kopf. Ja? So, dann jeweils, wo die Ellbogengelenke sind, da positioniere ich meine Hände, weil da habe ich die weiteste Spannweite und auch nicht zu weit, sondern genau richtig. Was ist noch wichtig beim Kopfstand? Natürlich auch, wie immer bei allen Sachen, die Bauchmitte. Spannung. Ja? Ich erkläre es nochmal, ihr spannt die ganze Zeit euren Magen an, euren Bauch, eure Mitte, weil wenn ihr das nicht machen würdet, würdet ihr wie immer ja so laufen. Guti, jetzt erkläre ich es nochmal. Hier jeweils Ellbogenspitze, ich kann es auch nochmal hier zeigen. Ich gehe jetzt auf Kopf, setze den Kopf rauf, mache die Position, wie ich sie gerade angesetzt habe. Da, wo jetzt die Ellbogengelenke sind, packe ich die Hände hin. Jetzt bringe ich meinen Körper auf Spannung und ziehe hoch. Jetzt halte ich ihn. Dann Beine hoch, halten. Beine auseinander, halten. Wieder zusammen. Dann mal eine Freeze-Kombo probieren und halten. Ich erkläre es nochmal. Nochmal halten. Rechtes Bein geht auf rechten Ellbogen, linkes Bein darüber. Und ich halte. Wenn ich ein bisschen Power habe, ziehe ich hoch und halte ihn so. Gut, kurze Pause. Wichtig ist auch immer, macht nichts auf schnell, sondern langsam. Das wirklich konzentriert, weil auch beim Kopfstand geht es manchmal ganz schnell. Ja? Ich erkläre es jetzt nochmal vom Sweep aus oder vom Ruck. Gleicher Eingang wie beim Ellbogen. Bin in dieser Position hier. Jetzt geht mein Oberkörper, ich kann auch einen Schritt nach hinten gehen, so. Also rechtes Bein geht raus,
Ich ziehe rüber, bin auf dem rechten Bein, Kopf geht auf Boden, Spannung halten, Spannung halten, Spannung halten. Jetzt ziehe ich den Kopf nach links, guck dahin und probiere in den Chair Freeze zu gehen. Zack. Ich zeig nochmal. Aufgehen. Halten. Ich gucke nach links. Gleichzeitig, wenn ich nach links gucke, ziehe das rechte Bein ein bisschen nach vorne. Und gehe auf den rechten Arm. Und halt ihn. Gut. Das ist erstmal die Aufgabe. Trotzdem, wenn ihr sie macht, vorher 360 Grad umgucken zu Hause, wo scharfe Kanten sind, das nicht machen, genügend Platz schaffen und das dann abarbeiten. Macht die Kopffreezes, die ich gerade gemacht habe, und denkt euch selber aus, welche aus. Weil, wir wissen ja alle, es geht beim B-Boying darum, einen eigenen B-Boy-Charakter zu kreieren. Das könnt ihr nur mit eigenen Sachen. Alles klar, viel Erfolg. Schickt mir mal eure Videos rüber. Das Ganze bis Dezember. Bewertungsskala 1 bis 10. Wie beim Graffiti machen wir nicht nur 1., 2., 3., sondern 1., 2., 3., 4., 5., 6. Platz. Damit jeder auch Chance hat, vielleicht ein kleines Weihnachts-Giveaway mitzunehmen. Wir grüßen euch aus der Esche. Bis dahin mit Swing. Euer B-Boy Dennis.